Herzlich willkommen im Zimmer Nummer 20 des Alia Resort und Spa in Sri Lanka. Hier im Nordosten Sri Lankas ist vor 2 Jahren ein niegelnagelneues Hotelresort entstanden. Und ich möchte euch mein kleines Zimmer zeigen. Hier an der Tür, gleich rechts davon, ist eine kleine Küchentheke sozusagen, eine kleine Bar mit Wasserkocher, Wasser. Und der Minibar, fangen wir gleich damit mal an, befinden sich auch alle üblichen Wasserbiere und Alkoholiker drin. Und dann ist hier die Kofferablage und gehen wir gleich erstmal in das grandiose Badezimmer rein. Das ist hier das Waschbecken mit Schmink- und Rasierspiegel und Föhn. Dort ein paar Handtücher, die üblichen schönen kleinen Annehmlichkeiten, die es zum Duschen gibt und so weiter. Hier ist in einem extra Kabinett die große Dusche. Sehr schön. Ich vermute mal, das ist Schiefer, aber ja, weiß nicht genau. In dem nächsten Kabinett daneben befindet sich die Toilette. Fast die eine Salontür. Und hier ist diese mega geniale, schöne große Badewanne. Dort sind die Badehandtücher und der Elefant. Alia ist auf Singalesisch das Wort für Elefant. Der Elefant ist das Thema. Hier ist auch in der Nähe ein Elefantenpark. Kommen wir nun in dieses großartig großzügige Zimmer rein. Haben wir hier den Schrank mit einem Safe und da ist ein Wäschesack. Außerdem befinden sich hier Bademäntel, genügend Bügel, Schirme und Badeschlappen. Hier gibt es außerdem die Möglichkeit auch zum Wäscheservice, dass man sich seine Wäsche waschen kann. Die Türen wieder zu. Und ja, hier ist das riesige Bett, das mich für 2 Nächte beherbergen wird. Ein kleiner Schnitt, doch mein Speicher auf dem iPhone war voll. Das ist weiterhin das Zimmer Nummer 20 im Alia Resort in Sri Lanka. Hier mein schönes, großzügiges Bett. Das Elefantenmotiv, denn Alia heißt auf Singalesisch Elefant. Schreibtisch mit Fernseher und genügend Elektroanschlüssen. Hier eine kleine Sitzecke mit einem schönen, großen, modernen Kunstwerk. Und dann, das Ganze ist eine riesige Clubanlage. Ich fühle mich hier eher wie in einem Club Med, kann man auch fast sagen. Das ist übrigens ein schöner klassischer Deckenventilator und die Klimaanlage, die ein bisschen Lärm macht. Und hier kommt man auf den Balkon raus und es ist nachts. In Deutschland ist es noch 4. Hier ist es bereits kurz vor 8:30 abends. Man sieht die Wege, die sich durch das Resort ziehen. Und am Hauptgebäude ist das Restaurant und der großzügige Pool.